Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Ja. Erstmal Soundcheck. Ich weiß doch gar nicht, was überhaupt los ist. Wenn ich jetzt reden würde, wäre so eine Waymovie von Aldi. Rechts abbiegen auf K19. Achso, perfekt. Rechts abbiegen Richtung Koblenzzentrum. Ich glaube, dann reden muss einfach mal die Siri übernehmen. Wäre besser. Wir sind ja Herren der Schöpfung. Und als Herren der Schöpfung orientieren wir uns einfach an der Frau Merkel. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. So, erst hallo, Dance. Trier Ludwigshafen. Keine Ahnung. Schaffen wir das jetzt? Wir schaffen das. Ja, jetzt. Das gibt jetzt schon Probleme, wenn ich da was schneide, dass man deine Stimme hört. Meine Stimme ist voice cracked, du musst nicht mal zensieren. Nee, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Ja, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Right now we are addressing our English people, English speaking people. And we have a good friend of ours who is called Janos, Jan. And the English of Jan is not the... Well, let's say it's the most German English you can hear, and it sounds like this. We have a saying in Germany, 50% of business is psychology. Hello, my friends. This is the English of Janos. Hello, Janos. This is my greetings to you, and now we are driving to DEFCON. At DEFCON we are listening to hardstyle music, and then I have a gag for you. Look at this. This teacup has a name. It shows hot contents. You see it, and right now, my friends, you will see hot content. Hier, guck mal, jetzt in die Fahrerkabine bei denen. Hey, was machen die hier? Da ist noch ein Kilometer. Ja, toll. Du Arsch. Du Wichser, der mir den Namen da streitig machen muss. Seit 12 Jahren kein Video uploadet. Das gibt Payback, my friend. Das gibt sowas von Payback. Und wenn der Kanal nicht richtig Endstufe heißt auf YouTube, dann fühle ich das nicht, weißt du? Und die Situation, die muss ja funktionieren. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, ich sehe ja auch keinen Wichser. Die Heizung ist an. Das ist die Endstufe von Deutschland. Ist ja irgendwie so, oder? Ja. Das ist so. Oh, Nella. Also. Läuft der Laden oder was? Ja. Wir sind jetzt hier schon ein Stück näher am Zielort rangekommen. Und wie der gute alte Konfuzius damals schon sagte, wie viel 100 vor Christus, der Weg ist das Ziel. Letzten Endes muss man auch mal die Fahrt zum Ziel genießen. Und während der Fahrt kann man sich ja hier schon mal so ein bisschen Mucke reinscheppern.
Ungarn in Deutschland schaffen die nichts. Hast du jetzt gehört? Ja. Wir machen jetzt mal was Witziges. Zeig dir mal die Tracker. Can you resist? Once a year, all warriors unite. A pilgrimage into the waste. Hier bei den Truckies. Also an. Jetzt sind wir hier bei den Truckies. Hier finden wir jetzt leider gerade keinen Interviewpartner. Weil die Jungs schlafen und wir haben uns mal überlegt, wir wecken die mal ein bisschen auf, damit die auch mal ein bisschen ins Festival-Feeling kommen. Da haben wir jetzt mal die Box positioniert. Muss ja auch mal sein. Nee, dann kannst du. Vielleicht kriegen wir den mal. Wir machen das jetzt wieder in der Kö, weißt du? Ja, und der Kö findet man doch auch immer so. Der weiß doch gar nicht, was los ist. Was ist los? Ich hoffe, das ist Sansch, ey. Das hat so geschwimmt gerade. Hat der wieder einen auf den Fuß gekotzt, oder was? Oder bist du in Scheiße getreten? Junge, ist doch ekelhaft jetzt. Kannst du mal hiermit wegmachen oder was? Ich brauche eigentlich so einen Kratzer jetzt. Eiskratzer. Hier, ich hab was. Ich hab hier das Parfüm vom Vorbesitzer. Das kann man jetzt hier mal so. Also wenn, dann Parfüm. Wie? Parfüm, sag mal Motte. Parfüm? Ja. Aero, also für ein Versace Parfüm, voll, geht voll klar, Digga. Bah. Das ist halt einfach Matsch, ne? Das stinkt übelst, gell? Das ist keine Scheiße. Wie sagt der Parfüm? Ja, ich zeig dir das gleich. Aero, also für ein Versace Parfüm, voll, geht voll klar, Digga. Können wir nicht den Monster da taggen, wenn wir sagen Parfüm? Warum macht der das? Ist der nicht offen dafür? Sagt er dann, verpiss die Schuhe und so. Finde ich. Monster! Verpiss dich, du Hurensohn! Stück Scheiße. So, weiter geht's. Jetzt geht's los. Wir schaffen das. Jetzt geht's los. Wir schaffen das. Könnten wir mal so einen Remix machen von so Memes, ne? Einer muss das mal machen. Da muss sich einer hinsetzen. In 20 Kilometer. Der Mensch braucht Maschinen, die Ideen vom Mensch umsetzen. Weil so viele gute Ideen kann ein Mensch gar nicht in seiner Lebenszeit umsetzen. Der Mensch braucht jemanden, der das macht. Ich brauche jetzt in dem Moment einen, der sich da hinhockt und diesen Schnitt macht, weißt du? So ein Meme-Schnitt. Aufregend. Was mich wirklich. Das triggert mich, sowas. Wenn jemand so sagt, so und so machen wir das, und ich sage, ja, ist okay, machen wir so. Und dann steht der Deal quasi. Und dann kommt nochmal irgendwann anders dieses, wie gesagt, das ist so wie, als ob man nochmal einen reingedrückt bekommt. So als ob man denkt, so, jetzt Freundchen, jetzt hörst du aber nochmal zu. Das muss doch nicht sein. Da werde ich echt
Warum? Ich sehe schon, die Kamera muss laufen. Das muss man mal so. Wie aus der Pistole geschossen, muss der Clip so sitzen. So wie. Der muss so sitzen wie. Jetzt habe ich einen. Der Clip muss so sitzen wie. Wenn der gute Jan nach zwei Jägern nicht mehr stehen kann. Ah ja. Der braucht das doch. Er braucht das doch. Kevin würde jetzt noch einen coolen Bus. Ach, guck mal da, zum Thema Fahrradfahrer. Geisterfahrer! Boah, bitte mach an. Läuft noch. Die Fahrradfahrer haben Vorfahrt, wie der Jan den Jägermeister trinkt. Checkst du? Vorfahrt! Dafür ist die Soundbox gut, weißt du? So, um auf der Raststätte mal eine Ansage zu machen bei den Truckern. Nur dafür ist die gut. Sonst kenne ich da keinen Einsatzzweck. Hier, oh, das geht nicht. Mit der Flagge. Das ist schon rassistisch. Das ist rassistisch. Was ist denn das für ein rechtsradikaler, rechtspopulistischer und intoleranter Angriff jetzt gegen die SPD, die doch absolut antifaschistisch ist? Hier, Deko. Eigentlich schon eine nice Straße, weißt du, wenn man mal so zeigen will, wie man da hinkommt. Guck mal hier, Landschaft. Boah, Junge, bei Landschaft kann man auch so einen Gag machen. Weißt du, irgendwas, was Land schafft. Wie wenn irgendeiner im Bett ist, weißt du? Hey, den Kerl. Hol mal den auf Band, komm. Hau mal drauf. Der will das doch. Junge, war eine helle Straße. Hier war das doch letztes Mal mit der Soundbox, ne? Ja, das war ich. Ich fahre halt jetzt mal außen rum. Dann drehen wir hier. Ich will den nochmal von vorne filmen. Es gibt keine Zufälle, deshalb haben wir gedreht. Der braucht das. Man muss auch mal so die Securities ehren, die den ganzen Kram hier machen, weißt du? Man kann nicht immer nur so Weiber, Ärsche und geile Festivalfeuer filmen, sondern man muss auch mal so die anderen Seiten zeigen. Der. Weißt du, der Szene. Deshalb machen wir das Making-of. Weil ich glaube nicht, dass im Aftermovie der Security mal vorkommt. Das sind nur Weiber, Ärsche und Feuerwerk. Und Titten. Und Titten. Das ist eine Welt hier, gell? Da standen wir nur zu beiden. Hier sind wir damals rumgefahren, hier war so dick Stau. Ja. Hier war das Junge. Hier war dick Stau, wie wenn der Jan keine Freundin hat. Alter. Jetzt ist er mal langsam. Zwar nicht fürs Parken. Jetzt haben sie recht. Claudia, du bist meine Traumfrau. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Und Jacqueline auch. Das ist Handy auf Steuer 2.0 hier gerade. Cam am Steuer. Oh Junge, ich kann das nicht. Das Fabio, das geht's doch nicht, will ich immer. Ein bisschen früh, ne? Was? Ein bisschen früh, die zu filmen. This is the time to turn off your mind.
Nee, und ich habe gehen. Ja. Yes!
Also mir reicht jetzt auch, wir beenden jetzt dieses leidige Thema. Markus Lanz, meiner Ansicht nach, ein absoluter Kandidat als Prüffall für den Verfassungsschutz. Das ist der Ort.